Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. Wir befinden uns immer noch auf Endor. Der Todesstern ist in der letzten Episode mal richtig in die Luft geflogen. Was ist das für eine Waffe hier? Ah, okay. Das hat jetzt einen Raketenwerfer ersetzt. Ja, probieren wir mal aus. Das ist so ein Clusterbombenwerfer wahrscheinlich. Oh, nettes Ding. Drei Schüsse hat man. Boom, Headshot. Agent Miko, das ist Ihr Kreisjäger. Ich gebe Ihnen Deckung, Commander. Gehen Sie. Nein, gehen Sie. Ich gehe als Letzte. Wo sind die denn? Ich sehe die Rebellen gar nicht. Ich sehe nur dieses rote Ding, aber... dass ich gleich entdeckt werde, aber nicht... warum? Scheiße, jetzt werde ich auch noch von hinten beschossen. Uncool. Was? Wieso habe ich nur noch 48% Energie? Friss das! Mit Granate. Aua! Geh nichts! Ich bin noch da. Wir sehen uns oben. So, weg von hier. Sieht schon klein aus, die Kapsel. Eine Weltraummission. Diese Zerstörung ist das wahre Gesicht der Rebellion. Deswegen kämpfen wir schon so lange. Wir wollten ihnen Angst machen, aber sie sind nur wütend. Es heißt, Rebellionen fußen ausschließlich auf Hass. Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, sterben wir. Stimmt, das Tempo des Fahrzeugs mit L. Wir haben ein Problem. Ah. Was gibt's, Husk? Die Explosion des Todessterns hat die Corvus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Was stand da, je langsamer ich bin, desto was? Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Und der Sternzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corvus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hast nicht allein auf der Corvus. Vielleicht schaffen wir es doch noch lebend hier raus. Oh Mann, eine Flugmission. Hab ich Bock. Jeder, der schon Star Wars Battlefront bei mir gesehen hat, vor einigen Jahren, oder ist das vor einigen Jahren, als wäre das ewig her, aber das erste Star Wars Battlefront. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Anflug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Wer weiß, dass ich diese Flugmission hasse?
ich bin so schlecht. Dann habe ich. Das wäre erledigt. Die Bomber starten ihren Angriff. So geht das. Einen habe ich. Jäger zerstört! Oh Gott! Ja, auf einmal war dieses Teil dort. Damit konnte niemand rechnen. Oh Mann, diese Flugmission. Ich bin nicht dafür gemacht, ey. Ich bin nicht dafür gemacht. Agent Hast, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Angriff. Was sind denn meine Skills überhaupt? Die würde ich gerne mal irgendwie sehen oder erklärt bekommen, was ich da unten auslösen kann. Keine Schilde. Nicht schlecht. Bomber starten ihren Angriff. Ja, ja, ich versuche es zu verhindern. So. Hinten haben wir noch einen. Haben wir auch noch welche. Einen noch. Das wäre erledigt. Nein, da ist noch einer. Ha, habe ich alle. Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten, aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommen Zeit. Miko, wir schalten die Bomber aus. Was ist denn das, diese, was ich auf R1 und R2 abfeuern kann? Okay. Nett. Y-Flügler noch im Sektor. Wir können nicht gegen die Y-Flügler bestehen. Nicht? Warum nicht? Y-Flügler ist auch geil. Triebwerke fast bereit, Commander. Die Y-Wings. Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. War schön eingedeutscht. Oh Gott, noch mehr Bomber. Okay, das war super. Das war richtig super. Und 30 Meter, einer noch. Habe ich dich. Die Triebwerke laufen jetzt, Commander. Perfektes Timing. Agent Miko zur Corvus, ich bin direkt hinter Ihnen. Commander Versio, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Ihr habt es voll auf mich abgesehen, die anderen hier. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Verstanden, Commander. Ah. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot.
Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre, eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand, Rebellion, Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Ja, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Husk, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Commander, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung, Achtung! Rebellenschiffe im Raum von Fondor! Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Ganz schön aggressiv, die Rebellen. Fangen Sie die feindliche Korvette ab. Gehe auf Position. Agent Miko, greifen Sie die Schiffe an. Ja, Commander. Bei den ersten habe ich gleich. Dranbleiben! Den ersten habe ich. Sehr schön. Commander Versio, hier spricht Moff Wraith. Die Ionenkanonen der Rebellen haben die Dauntless deaktiviert. Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Transporter? Sie wollten mein Schiff. Vernichten Sie sie, bevor sie mich erreichen. Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Jäger, Angriff auf die Rebellentransporter. Hindert Sie daran, an Bord der Dauntless zu kommen. Ich schalte Sie dann aus. Auf geht's. Greife feindlichen Transporter an. Er versucht auszuweichen. Zerstören Sie ihn, bevor er an Bord kommt. Ja, ja. Easy. Irgendwie bin ich irgendwie nicht so überzeugt. Das waren alle. Die Dauntless muss ihre Energie wiederherstellen. Wir müssen diese Ionenkanonen ausschalten. Ja, Commander. Dann dezimieren wir die Rebellen. Bei allem Respekt, Sir. Sobald Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen. Feigling, kommt nicht in Frage. Agent Husk, feindliche Jäger nähern sich.
Ah, ich helfe dir, ja. Brauche freies Schussfeld. Ich locke ihn in die Station. Ich finde aber gut, dass es nicht so schwarz und weiß ist irgendwie. Ich hatte viel mehr befürchtet, dass das Imperium, dass die Kampagne so richtig düster und dunkel wird und man gar nicht Charaktere alle scheiße findet, außer vielleicht den Hauptcharakter, aber sind eigentlich ganz cool, die Leute, die wir hier, unsere Kollegen. Man hat gar nicht so den Eindruck, die Bösen zu spielen. Das ist fast wie im echten Leben, da ist auch nicht alles so schwarz und weiß. Ich gehe davon aus, ich könnte mir sogar vorstellen, dass jemand wie Osama Bin Laden immer gedacht hat, er wäre der Gute. Das ist gar nicht so abwegig, dass die Leute das wirklich gar nicht wissen. Oder gar nicht merken. Commander Versio, er ist doch da! Ja, ich weiß. Der ist irgendwie... Keine Ahnung, wo er ist. Irgendwie fliege ich hier nur um das Schiff rum und ich finde nichts. Jetzt. Hab ihn. Alles klar. Jäger zerstört. Danke für die Hilfe, Commander. Zeit, die Ionenkanonen aufzuschalten. Alles klar, Commander. Der Hangar ist frei. Ich gehe auf das feindliche Schiff. Passt, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir. Bis dahin decken Sie die Dornis. Ja, Commander. Okay. Gut geschossen, Commander. Wo ist ich denn hin? Ich dachte, das war das feindliche Schiff. Guter Schuss. Ach, da hinten. Kann ich einfach so reinfliegen? Geht scheinbar. Ja, würde ich sagen, mal ordentlich aufgeräumt, wa? Was ist mit ihr los? Okay, liebe Leute. Okay, ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt habe ich natürlich hier wieder dieses Krüppel-Equipment dabei. Was ist das für einen geilen Blaster? Ist ja voll lustig. Der kann irgendwie auf der rechten Maustaste so eine, ja, so eine, wie so eine Rakete abschießen. Behalte ich mal. Wie so eine, ja, wie so eine Bombe. Wie so eine Granate. So, nicht Rakete, Granate. Voll nice, das Ding. Ah, siehst du mich immer noch? Ja, aber. Ich hab die denn weg. Die blöd, die sind doch zu zweit. Wie laufen die denn von mir weg? Die sind doch zu zweit. Ach, Mist. Cool, hier kann ich wieder irgendwas upgraden. Nahkämpfer. Wenn du einen Gegner im Nahkampf besiegst, werden deine Fähigkeiten erneuert und du erhältst eine geringe Menge Gesundheit. Die Standard-Thermaldetonator ist eine Wurfgranate mit tödlicher Durchschlagskraft. Aber den hatte ich doch sowieso schon. Ich will auf jeden Fall diese Störung loswerden. Die ist halt mega scheiße.
hatte ich eigentlich auch abgelegt. So, jetzt habe ich nämlich einen Standard-Thermal-Detonator, den finde ich viel besser. So, so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich liebe den Thermal-Detonator, den habe ich auch im ersten Teil immer gespielt. Weil ich einfach so ein Granatenopfer bin. Aber jetzt habe ich eine andere Waffe. Ich wollte die Waffe eigentlich nicht wechseln, ich wollte die andere behalten. Naja, gibt Schlimmeres. Oder ist es doch... Nee, das ist doch die Waffe noch. Das Fadenkreuz ist irgendwie ein bisschen anders, meine ich, oder? So, ich habe gerade gar keinen Überblick, wo überhaupt Gegner sind, deswegen... Vielleicht mal hier scannen. Blastergeschütz. Mhm. Droide, überladen die Kühlzellen. Das schaltet die Kanonen ab. Ah, cool. Ich brauche Deckung. Sobald die Kühlzelle frei ist, zerstöre ich sie. Ach, scheiße. Ich dachte, ich kann das noch auswählen, wo ich das hinstelle. Drücke. Okay, damit das Geschütz sich selbst zerstört. Verstehe. Das steht natürlich jetzt extrem scheiße hier. Ich dachte, ich würde das in die Hand nehmen und dann kann ich noch auswählen, wo ich das genau hinstelle. Das war dann leider nicht so. Stirb. Alter, ja, die kommen da schon alle hoch. Das Geschütz stand halt mega scheiße und ich auch. Ah. Okay, komm, das machen wir noch schnell. Das machen wir schnell nochmal. Spiel! So, stellen wir das mal schön da unten hin, das Geschütz. Ich brauche Deckung. Sobald die Kühlzelle freiliegt, zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Verstanden. Wieso kann ich jetzt gerade nicht scannen? Okay, gleich haben wir genug verteidigt. Jawohl, das hätten wir erfolgreich. Mein Geschütz macht irgendwie gar nichts, gefühlt. Achso, ich muss da oben. Jetzt raff ich's. Ah, okay, es gibt noch eine. Zweite Konsole. Aber, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei hier zu Star Wars Battlefront 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Shot.